Wir stellen euch heute unser Arduino-Projekt vor. Und zwar heißt es Tweet Me On. Und dieses Projekt ist eine Konstruktion, bei dem man über einen Twitter-Befehl, den man übers Handy oder auch über den Computer auslösen kann, quasi eine Funksteckdose bedient. Diese Funksteckdose ist, an diese Funksteckdose ist ein Gerät angeschlossen. Und da kann man jetzt zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist oder ganz weit weg ist, kann man Licht anmachen oder schon mal die Kaffeemaschine anmachen. Wenn man dann nach Hause kommt, hat man dann schon einen schönen Kaffee. Ja, wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das geht. Hallo! Ja, wie ihr vorhin schon gesehen habt, befindet sich hier unser Arduino. Der ist ganz normal ans Stromnetz angeschlossen. Und auf unserem Arduino haben wir ein Ethernet Shield. Das Ethernet Shield ist hier mit einem Netzwerkkabel an den Router, mit dem Router verbunden und hat somit eine Internetverbindung. Außerdem ist an unserem Arduino eine Funkfernbedienung angeschlossen, die mit einer Funksteckdose verbunden ist. Dazu erklärt euch aber Fabienne gleich mehr. Ja, wie ihr sehen könnt, ist unser Arduino nicht mehr an einem Computer angeschlossen, was ja ziemlich cool ist. Dazu mussten wir den Sketch vorher auf den Arduino aufspielen. Aber wenn man das dann einmal gemacht hat, dann kann man den Computer auch entfernen und der Arduino kann einzeln so stehen. Ja, also hier sehen wir jetzt einmal die Funksteckdose, die das Signal eben von dem Arduino erhält. Und an die Funksteckdose ist hier die Lampe angeschlossen, aber wie gesagt, man kann alle möglichen Geräte anschließen, Kaffeemaschine, Ladegeräte, kann alles mögliche an die Funksteckdose angeschlossen werden. Aber mit der Lampe sieht man es wahrscheinlich gleich am besten. Dann probieren wir es einfach mal aus. Hallo, da bin ich wieder. Hier habe ich jetzt ein iPhone mit einem Twitter-Account. Und über diesen Twitter-Account werden wir jetzt durch den Befehl einschalten unseren Arduino aktivieren, der dann die Lampe anschaltet. So, ich werde es euch jetzt mal zeigen. Ich gebe jetzt einfach als Twitter-Nachricht einschalten ein. Hier. Genau, und das sende ich jetzt gleich, also ich twitter es gleich. Und geh jetzt einfach noch mal ein paar Meter weg, damit wir euch schön demonstrieren können, dass das auch aus einer weiteren Entfernung wirklich gut klappt. Tweet gesendet. Ja, und wie man sieht, ist jetzt die Lampe angegangen und alles hat funktioniert. So, dann wollen wir es doch auch gleich nochmal umgekehrt probieren. Und ich twittere ausschalten. Hier. Was ich vorher noch vergessen habe zu sagen, ist, dass der Befehl oder das Anschalten der Lampe, An- und Ausschalten der Lampe zwischen 5 und 30 Sekunden dauern kann. Das variiert je nachdem, wann der Arduino auf den Twitter-Account zugreift. Also, ich twitter. Gesendet. Und die Lampe ist ausgegangen. Eee.